Heute muss ich harte Schläge einstecken. Ich stürze mich mit Rodel in den Eiskanal. Und ich tauche ab. Was war denn da jetzt los? Na egal. Howdy, ihr Sportis. Bei uns geht's heute um Wasser. Ich bewege mich heute auf gefrorenem Wasser. Und für mich geht's unter Wasser. Aber Susanne, du warst doch beim Boxen. Was hat das denn mit Wasser zu tun? Ja, ich hab so hart geschwitzt. Das wollt ihr gar nicht wissen und auch nicht riechen. Nee. Ja, geschwitzt habe ich auch. Allerdings vor Angst. Denn Tauchen, das ist ein Sport, vor dem man wirklich Respekt haben sollte. Allerdings, als ich das erste Mal unter Wasser atmen konnte, war mir klar, mein nächster Urlaub geht definitiv unter den Meeresspiegel. Schon wieder nicht länger als 30 Sekunden geschafft. Ich würde so gerne mal länger unter Wasser bleiben. Vor allen Dingen will ich in meinem nächsten Urlaub auch gerne mal die Unterwasserwelt erkunden. Dazu brauche ich aber Hilfe und die richtige Ausrüstung. Und die suche ich mir jetzt. Meine Suche führt mich zu Europas tiefstem Tauchturm. Hallo Manni. Hallo Laura, sei gegrüßt. Grüß dich, ich freue mich, dass ich heute da bin. Manni, du bist Tauchlehrer, du kannst mir sicherlich helfen. Ich würde gerne länger unter Wasser bleiben, als wenn ich nur die Luft anhalte, also mehr als 30 Sekunden. Und ich würde natürlich gerne mal die Unterwasserwelt begutachten. Welche Ausrüstung brauche ich denn dafür? Du ziehst dich um, in der Zeit hole ich die Sachen schon mal hier hin und dann erkläre ich dir alles und dann wirst du einen wunderschönen Tauchgang haben und sehen, wie toll entspannt man unter Wasser leben kann. Ja? Das klingt super, okay. Das machen wir so. Gut. Ich bekomme meine Ausrüstung. Neoprenanzug, Flossen, Maske und Schnorchel, Tarierweste und Druckluftflasche. Und die ist echt schwer. Schau mal, hier kannst du dich hinsetzen, dann wird es auch direkt leicht. Schön. Schön, ne? Ja. So, Laura, die Flasche ist angeschlossen, am Jacket befestigt. Bei 200 Bar ist die Flasche voll, das heißt, der Tank ist voll. Wir können so richtig Gas geben unter Wasser. Okay, ja. Das klingt gut. Dann haben wir hier den Atemregler. Den kannst du schon mal in den Mund tun, in die ersten Atemzüge machen. Du wirst sehen, wie leicht das geht. Einatmen, und der ist mit der Flasche verbunden? Mit der Flasche verbunden. Okay. Versuch's mal. Mhm. Super. Okay. Aber klappt das auch wirklich unter Wasser? Ich liebe Wasserrutschen, weil man so richtig schön durch die Kurven fliegt und erst dann wieder eine Kontrolle hat, wenn man im Auffangbecken landet. Jetzt stellt euch aber mal vor, ihr rutscht auf gefrorenem Wasser und das Ganze nicht auf eurem nackten Rücken, sondern auf einem richtigen Hightech-Schlitten, der auch 120 Kilometer pro Stunde schafft. Da braucht man echt Nerven aus Eis. Am Olympiastützpunkt Oberhof wage ich einen Blick in den Eiskanal. Hier fährt gerade die 12-jährige Antonia. Zumindest müsste sie das sein, denn mit ihr bin ich verabredet. Wahnsinn, so schnell kann man gar nicht gucken. Beim Zuschauen wirkt das so, als würden die Rennrodler wie in der Wasserrutsche einfach nur runtersausen. Aber was machen die da eigentlich? Die müssen ja irgendwie aktiv lenken, sonst würden sie die ganze Zeit bap, bap, rechts und links gegen die Bande knallen. Wie funktioniert das und wie fühlt es sich an? Das möchte ich heute mal herausfinden. Freut mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Ich habe schon gesehen, in Sachen Geschwindigkeit geht es hier ja so richtig ab. Aber wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt schon seit 6 Jahren und bin jetzt das erste Jahr hier auf dem Sportgymnasium. Und Marion, du bist die Trainerin, auch selbst lange Jahre im Wintersport aktiv, Skeleton und Rennrodeln und auch Weltcup-Siegerin. Wie kriegt die Antonia das denn überhaupt hin, Leistungssport und Schule, alles zusammen? Ja, wir haben in Oberhof echt gute Bedingungen, Schule, die Sportstätten und auch das Internat recht nah zusammen, sodass der Tagesablauf zwar stressig ist, aber alles miteinander zu vereinen. Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Wir sind hier im Starthaus. Das ist unser Start und das ist für Skeleton und Bob. Das heißt aber auch, wenn ich hier die steile Strecke runterfahre, ich saß noch nie in einem Rodel drin, komme ich dann direkt in den Eiskanal rein? Keine Sorge, da gibt es keinen Abzweig zum Eiskanal. Ja, das ist deiner. Das ist mein Rodel, okay. Boah, das ist gar nicht so leicht, ne? Und jetzt gehen wir los. So, ich zeig dir jetzt erstmal, wie man sich hinsetzt. Schau mal neben dem. Erstmal so hin. So, okay, so. So. Dann stemmst du deine Füße hier vorne ein. Okay. So, dann gibt es so einen Spruch bei uns, der heißt: Anfassen, hinlegen, vorziehen, Füße raus. Stopp. Also
Anfassen. Anfassen, wo anfassen? Hier an den Griffen. Hier vorne sind die Griffe, okay, bei mir ist ein bisschen rund. Anfassen. Hinlegen. Hinlegen. Vorziehen. Vorziehen. Füße raus. Füße raus. Die Schultern drückst du hinten schön rein, damit du auch wirklich Kontrolle über den Schlitten hast. Okay. Deine Beine oben, dass du lenken kannst. Nämlich mit seitlichem Druck auf diese Hörnchen hier am Ende der Kufen. Und ich die Spitze vom Fuß ein bisschen nach innen zeigen? Oder ja, das also so hast du jetzt gemacht? Strecken. Strecken, okay. Und ein bisschen nach innen drehen. Und Kinn auf die Brust. Und Kinn auf die Brust, so. Wie machst du das? Also du guckst gar nicht mehr nach vorne, oder? Na doch, also ich liege auch wirklich so, dass ich noch alles sehe. Mhm. Das fühlt sich ein bisschen komisch an hier. So, machst du wirklich so, Kinn auf die Brust? Ja. Ja? Ja. Und jetzt? Sonst fliegt dein Kopf weg. Sonst fliegt er weg? Ja, wenn er so ist und der Druck kommt, geht's so. Wenn du ihn aber so hast, dann kannst du ihn so. Das wollen wir ja nicht, dass er wegfliegt. Heißt genau. Aber, wir sind jetzt sicher und aerodynamisch. Jetzt wollen wir noch einen Start. Dann Vollgas. Aber habe ich überhaupt eine Chance, ohne Sturz anzukommen? Früher habe ich ja regelmäßig beim Kick-Thai-Boxen Frühstücksbrettchen in zwei geschlagen. Heute probiere ich mich mal beim klassischen Boxen. Allerdings war meine Gegnerin selbst mit 15 Jahren härter, als ich es je sein werde. Aber ich wäre ja nicht die Spaßfee, hätte ich mir nicht spektakuläre Regeländerungen überlegt. Da lässt aber jemand richtig Dampf ab. Lisa ist 15 und boxt seit 2 Jahren im Verein. Zuschlagen? Kein Problem für sie. Und gegen diese Kampfmaschine soll ich heute in den Ring steigen? Aber nur mit einer ordentlichen Portion Schutz. Bereit. Mein Ziel, so wenig Schläge wie möglich einstecken und vielleicht auch mal ein paar Treffer landen. Autsch. Direkt ein Volltreffer. Ich kassiere einen Schlag nach dem anderen. Wow, wow, wow. Durch ihre super Beinarbeit weicht sie immer blitzschnell aus. Da ist kein Vorbeikommen an Kampfmaschine Lisa. Wow. Wow, wow, okay, alles klar. Wow, stopp, alles klar. Oh, Hilfe. Boah, bist du krass. Echt, jeder Schlag, ein Treffer, immer ins Gesicht. Bam, bam, bam. Und wie du dich im Ring bewegst, du tänzelst einfach nur hin und her. Und ich komme gar nicht an deiner Verteidigung vorbei. Deine Deckung ist einfach viel zu krass. Ey, bevor ich hier noch K.O. gehe, sorge ich jetzt für Regeländerungen. Und da habe ich einiges im Angebot. Zum Beispiel steife Körperteile und extra Kilos. Ich sag nur Hashtag Trainingstipps. Dann kommt ihr nämlich auch gegen so Gegner und Gegnerinnen wie Lisa an. Wir bauen uns nämlich jetzt hiermit und damit ein Trainingsgerät, den Reflexball. Damit kann man nämlich Hände und Beine und vor allen Dingen die Augen aufs Boxen vorbereiten. Ihr nehmt den Tennisball und jetzt dreht. So, als nächstes nehmt ihr ein Streichholz. Ihr nehmt dieses Gummiband. Hier kommt dann der Knoten rein. Und damit befestigt ihr das hier am Streichholz. So, gut fest. Und jetzt muss dieses Streichholz hier rein. Das Gummiband muss quasi in dem Tennisball verschwinden. Quasi mit voller Kraft. Das sah gut aus. Gewalt. Ja, das Streichholz ist weg. Und der Knoten ist drin. Perfekt. Ja, perfekt. Und jetzt bindet ihr das andere Ende an diese Käppi. So, Käppi dran, aufsetzen. Oh, Falt, ach, der coole Style. Und damit. Und jetzt machen wir einfach damit so. Damit trainieren wir gleich deine Boxing-Skills. Wow, wow, wow. Oh, 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 oh. Ja, das wird das Training. Köpfen wir Kopf. Ich weiß es nicht. Also, ich bin ja mal gespannt, was das hier werden soll. Gefährlich sieht es auf jeden Fall mal nicht aus. Ganz im Gegensatz zu meinem ersten Ausflug in den Eiskanal. Da hat mir die Antonia auf der Startrampe zwar alle wichtigen Tipps gegeben, runter muss ich dann aber allein. Wow, so explosiv wie Antonia werde ich nicht starten können. Leg dich erstmal drauf. Hinlegen, nach hinten ziehen und Beine vor. Genau. Wenn es dann wirklich so kommt, dass du auf die Bande zusteuern solltest, dann, wenn du noch nicht an der Bande warst, hast du noch die Möglichkeit, kurzen Druck zu geben, damit du wieder in der Mitte stehst. Aber wenn du schon an der Bande warst und sie dir den Impuls zur anderen gibt, dann musst du mit dem linken Bein zur rechten Bande hinlenken.
damit du nicht die ganze Zeit rüber und rüber fährst. Okay, das heißt, ich habe eine kurze Möglichkeit, noch wegzulenken. Wenn ich dann aber dran bin, dann dagegen dann und hoffen, wieder in die Mitte zu kommen. Dann musst du wirklich zur Bande hinlenken. Okay. Den Anschub übernimmt Trainerin Marion für mich. So bleibe ich wenigstens die ersten Meter gerade. Oh, der war gar nichts. Der war komplett verhauen. Ich muss erst mal herausfinden, wie leicht oder fest man mit den Beinen an die Hörnchen drücken muss. Boah, das ging mega schnell. Ich habe auch noch Schiss gehabt, dass ich dich jetzt gleich umfahre. Erst zu wenig, dann zu viel gelenkt. Jetzt will ich möglichst gerade bleiben. Schon besser. Lenken ist echt richtig schwierig. Also mein Ziel war es eigentlich, die Bande nicht zu berühren. Aber es macht auf jeden Fall richtig Spaß und ich möchte unbedingt jetzt mal einen Eiskanal. Machen wir das. Machen wir das. Oder ist es für den Eiskanal doch noch zu früh? So, jetzt teste ich mal, was auch an Land ging. Echt zu atmen. So, das war das. Quasi wie ein Fisch. Das ist ja voll cool. Da die Flasche jetzt ja auch so schwer ist, müsste ich jetzt ja eigentlich auch sinken. Mal gucken. Manni erlaubt mir, dass ich in seinem Beisein versuchen darf, unterzutauchen. Wo stehen wir? Gar nicht. Wie komme ich denn jetzt hier nicht runter? Die Flasche wiegt doch schon super viel. Aber ich bin jetzt gar nicht gesunken. Was war denn da los? Die Flasche ist doch so schwer. Die Flasche ist zwar schwer, das Equipment ist auch schwer, aber du hast sehr viel Auftrieb. Jeder Körper hat Auftrieb und dieser Neoprenanzug ist ja auch noch mit Luft gefüllt, hat erst recht Auftrieb. Dazu brauchst du das Blei, das habe ich dir ja mitgebracht. Also das Blei muss jetzt in der Jacket und gleich den Auftrieb aus, sodass du abtauchen kannst, okay? Okay, also Blei das, zum Abtauchen. Genau, da kommen wir rein. Und dann in das Jacket rein, okay. Festmachen, damit es nicht rausfällt. Ja. Aber wenn das Blei mich runterzieht, wie komme ich dann wieder hoch? So, bei Regeländerung Nummer 1 verbinde ich Lisas Boxhandschuhe mit diesem Stretchband. Und damit hoffe ich, dass ich ein bisschen Geschwindigkeit und Schlagkraft aus ihren Schlägen nehme. Mal gucken. Dann hoffe ich, dass ich deinen Schlägen auch mal ausweichen kann, wenn die nicht mehr so schnell sind und dann selber auch mal einen lande. Ich glaube, es wird auf jeden Fall schwerer mit dem Stretchband, dadurch, dass noch ein paar Kilo dazukommen. Genau, Lisa. Ganze 20 Kilo mehr musst du jetzt pro Schlag nach vorne katapultieren. Meine Taktik ist, ich lasse jetzt müde werden. Und dann komme ich. Okay, scheint schon zu funktionieren. Ich habe auf jeden Fall viel mehr Schläge abgekriegt und musste mich deutlich mehr auf die Deckung konzentrieren und konnte dann auch nicht mehr so schnell schlagen. Also es war auf jeden Fall deutlich schwieriger. Aber durch ihre flinke Beinarbeit drängt mich Lisa am Ende doch wieder in die Ecke und landet trotz Stretchband einige schmerzhafte Treffer. Oh, hui, 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 hui. Das Problem ist, du bist immer noch mega wendig im Oberkörper und mega flink mit den Füßen. Es wird also Zeit, dass ich zu härteren Bandagen greife. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Halskrause noch anlegen. Oh. Ich glaube, mit der Halskrause wird es auf jeden Fall viel schwieriger, die Deckung zu halten, weil man die Schultern nicht mehr so hochziehen kann, um den Kopf zu schützen. Und mit den Knieschienen wird es natürlich viel schwieriger, die Beinarbeit zu machen, weil man dann viel schlechter die Knie beugen kann und dann auch nicht mehr so schnell ausweichen kann mit den Füßen. Alles klar. Ja komm, hier ist meine Deckung, guck, du kannst reinschlagen. Oh, nein. Lisa ist jetzt deutlich langsamer unterwegs. So kann auch ich endlich ein paar Treffer landen. Ist anstrengend? Komm.
Mensch, das dauert wieder. Das dauert. Okay. Okay, das habe ich verdient. Auf die leichte Schulter nehmen darf ich Krücken Lisa nicht. Aber natürlich schwinden durch die fiese Kombi aus Knieschiene, Halskrause und Stretchband auch bei Lisa irgendwann die Kräfte. Vor allem die Halskrause hätte ich nicht gedacht, dass es so schwierig wird, weil man den Kopf kaum bewegen konnte und beim Schlag dann auch nicht mehr richtig hingucken konnte. Und mit den Beinen, das ging dann gar nicht mehr mit den Schienen. Man konnte sich wirklich kaum bewegen. Okay. Ich glaube, wenn wir jetzt so weitermachen, dann bringe ich dich wirklich noch ins Krankenhaus und das will ich nicht. Wie war es jetzt mit den Regeländerungen für dich? Sehr schwierig, ich kann mich kaum bewegen. Ja, das hat man auch ein bisschen gesehen und ich habe es auch zu meinem Vorteil genutzt, aber ich glaube, so viel Spaß hattest du nicht mehr. Und deswegen kommt jetzt die Regeländerung, die für uns beide gilt und uns beiden wieder Spaß bringt. Und so geht's weiter. Einfach mal groß denken. Wer von euch am meisten Schläge nacheinander treffen kann? Stefan, du fängst an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, wow! Okay, klar, 25, okay, darf ich mir nach Hause nehmen? Macht tierisch Spaß. Ordentlich abgeliefert, aber ich bin mir sicher, Laura ist Stefan auf den Fersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück! Alles klar, ihr habt ja schon ordentlich abgeliefert. Dafür, dass wir das hier heute das erste Mal gemacht haben. Ja, ich finde es super, mit so einfachen Mitteln sowas Tolles zu basteln und auch für, ne? Und hier die, echt die Hand-Augen-Konnektion. Aber das muss ich sagen, war auch nicht schlecht, was Stefan hier vorhin gemacht hat. Holt aus, sie holt aus. Boah. Mit etwas Übung trefft ihr die Bälle auch immer häufiger. Es gibt aber auch eine andere Variante und mit der lassen wir Spaßfaktor und Trefferquote nach oben schnellen. Ich glaube, mit dem Riesenhandschuh wird das ein richtiges Durcheinander, weil man nicht mehr weiß, wo man hinschlagen soll und immer nur die Boxhandschuhe vorm Gesicht hat und dann auch wahrscheinlich nur die Boxhandschuhe treffen wird. Ich glaube, das wird auf jeden Fall interessant. Tja, und schon sehen wir nur noch blau. Wow! Mit dem wilden Durcheinander hatte Lisa recht. Aber genau das macht ja auch Spaß. Wow. Ja. Angriff der Killer-Lufthandschuhe. Jetzt schlägt sie aber zu. Auf einmal hat sie zu neuer Kraft gefunden. Aber die Deckung, wo ist die Deckung? Wo ist die Deckung? Ah, da ist sie. Okay. Aber. Okay. Boah, mir geht langsam die Luft aus. Den hier nicht und dir sowieso nicht. Aber wir gönnen uns jetzt trotzdem mal eine Pause. Das war jetzt unser Tag im Ring. Und von dir würde ich gerne mal wissen, welche Regeländerung fandst du heute am leichtesten? Die Beinstützen, ehrlich gesagt. Weil man wurde schon eingeschränkt, aber es war halt nicht so anstrengend wie mit den anderen Sachen. Und was fandst du dann am schwierigsten? Definitiv die Nackenstütze, wenn man da echt am Kopf richtig eingeschränkt war und dann nicht mehr richtig sehen konnte und mein Helm auch immer nach oben gerutscht ist. Hat mir aber einen Vorteil gebracht, ich konnte mal einen Schlag platzieren. Was fandst du denn am spaßigsten? Auf jeden Fall die letzte Runde, also die Spaßrunde mit den großen Lufthandschuhen. Mit den Lufthandschuhen. Ja, die hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Jetzt müsste ich von dir wissen, wie viele Spaßpunkte gibst du meinen Regeländerungen heute auf einer Skala von 1 bis 10? Also ich würde eine 9 geben, weil ich fand es lustig, mal Sachen auszuprobieren im Ring, das man sonst nicht so macht. Und es war halt am Ende ein bisschen anstrengend, deswegen halten wir 9. Ah, okay. Ja, aber ich bin da eigentlich ganz bei dir. Von mir gibt es auch 9 Punkte. Der eine Punkt abzog, weil die erste Regeländerung nicht ganz den erhofften Effekt hatte. Sie hat mich noch ein 2-3 Mal treffen können, aber die anderen Regeländerungen haben sie dann doch außer Gefecht gesetzt. Und ja, wenn ihr zu Hause jetzt auch Lust bekommen habt auf Boxen und in den Ring steigen, dann macht das doch einfach. So, von der Starthalle jetzt in den Eiskanal. Helm ist jetzt zur Sicherheit auch schon mal dabei. Und wenn ich hier reingucke, da geht's ja schon richtig ab. Aber wir stehen jetzt nicht komplett am Start, sondern in Kurve 11. Wieso Kurve 11? Ja, Kurve 11 reicht erstmal für den Anfang. Da ist die Geschwindigkeit noch nicht so hoch, da muss man noch nicht so präzise lenken. Hier ist es für dich als Anfänger genau geeignet. Also du hast jetzt noch 3 Kurven und 2 Geraden. Wichtig ist, dass du dich schön mit reindrehst und auf den Geraden locker und ruhig bleibst. Würde ich aber sagen, du startest als erstes, gibst mir noch mal ein gutes Gefühl, wenn ich dich da im Rodel drin sehe und dann können wir loslegen. Auch Antonia startet ausnahmsweise mal mitten auf der Strecke. Für sie ist die Geschwindigkeit natürlich ein Witz. Von ihrem normalen Start würde sie an die 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Das ist fast doppelt so schnell wie hier vom verkürzten Einstieg.
Von so einer sauberen Fahrt kann ich nur träumen. Achtung, Achtung, Sportmacher im Eiskanal. Die erste Kurve geht sogar noch gut. Aber je mehr Fahrt ich aufnehme, desto schwieriger wird es für mich, überhaupt noch Einfluss auf den Schlitten zu nehmen. Jetzt habe ich gar keine Kontrolle mehr. Autsch, 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 autsch. Was für ein Ritt. Endlich im Ziel. Und wie war's? Ja, ich war richtig nervös am Anfang. Und einmal war ich dann kurz davor, wirklich umzukippen. Und da waren auch meine Füße zwischen den beiden Hörnern. Da habe ich zwischenzeitlich schon ein bisschen Schiss gehabt, dass mich es komplett rumlegt. Ich habe insgesamt so ein bisschen gehofft, dass mich die Bahn irgendwie hier runterträgt. Aber genau das war nicht der Fall. Ich hätte so ein bisschen mehr auch lenken müssen in der einen oder anderen Kurve. Vielleicht vorne mal dagegen zur Bande oder dann auch hin. Aber genau dafür hatte ich noch nicht wirklich das Gefühl, wann timet man was, wann muss man wie wo dagegen drücken. Und so war es dann irgendwann so ein bisschen Ping-Pong von rechts nach links gegen die Bande. Aber was gehört da dazu, dass man mehr Kontrolle auch reinbekommt? Ja, du hast das schon ganz gut erkannt. Im Endeffekt, die Antonia hat schon 1000 Fahrten mehr als du und über Training entwickelt man sich da weiter. Okay, und Toni, du startest natürlich von ganz oben, heißt mit doppelter Geschwindigkeit, richtig viel Mut. Wo willst du langfristig hin im Rennrodeln? Irgendwann zu den Olympischen Spielen. Zu den Olympischen Spielen. Dann dabei richtig viel Erfolg. Dankeschön. Und danke nochmal. Bitte. So, jetzt habe ich das Blei und alles, was ich sonst noch brauche. Und jetzt gehe ich unter. Mit dem Blei klappt das. Durch das Gewicht gehe ich unter. Und Manni bringt mich wieder an die Wasseroberfläche. Aber was drückt er da? Jetzt bin ich super gesunken. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt mal irgendwo auf einer Höhe stehen bleiben möchte, weil ich ja meine Fische beobachten möchte? Ja, dafür hast du ja das Jacket angezogen. Hier können wir Luft rein und rauslassen. Das heißt, hier ein bisschen Luft rein und du sinkst nicht mehr. Okay, alles klar. Der graue Knopf ist für die Luft raus. Sieht man auch, hier geht jetzt die Luft raus und hier geht sie rein. Okay, ich bin gespannt. Okay. Ja, wird so sein. Herr Unterwasserwelt, ich komme. Mit der Tarierweste bringt Manni mich wieder unter Wasser. Luft raus, ich sinke. Luft rein und ich steige wieder auf. Je tiefer wir tauchen, desto höher wird der Wasserdruck und damit auch der Druck auf meine Ohren. Wenn ich meine Nase zuhalte und trotzdem versuche, durch die Nase auszuatmen, mache ich einen sogenannten Druckausgleich und der Druckschmerz im Ohr lässt nach. Weil unter Wasser sprechen ja nicht geht, benutzen wir Zeichensprache. Mit den Flossen komme ich im Wasser spielend leicht voran. Ich habe es jetzt endlich geschafft, mit der richtigen Ausrüstung und mit der richtigen Technik länger unter Wasser zu bleiben als meine 30 Sekunden und auch noch die Unterwasserwelt zu entdecken. Also der nächste Urlaub kann definitiv kommen, aber jetzt freue ich mich erstmal auf eine warme Dusche. Ich sag's euch, da unten fühlt ihr euch wie ein Astronaut. Unfassbar. Das ist wie Schwerelosigkeit im All. Ja, nur mit Fischen und ohne Sterne. Ja, Sterne sammle ich nur online. Ja, Dienst ist Dienst, Samstag um 9 Uhr ist wieder Trainingszeit und zwar beim Action God. Ganz genau. Und wer Bock hat, baut sich bis dahin einen Reflexball oder ihr legt euch einfach aufs Sofa und schaut Sportmacher-Videos online auf zdftv.de. Oder in der TV-App. Also bis Samstag. Ciao, ciao. Nächstes Mal teste ich, wie Para-Skilanglauf funktioniert. Ich treffe Trampolinmeister, die gleichzeitig springen. Und ich spiele Polo mit dem Fahrrad.